Fühlt ihr nicht auch dieses Unbehagen? Spürt ihr nicht die Leere eures Daseins? Seht ihr denn nicht, welch ein Fluch das Erbe eurer Väter und Urväter ist? Ist das denn nicht nur ein Käfig, der eurer Menschwerdung im Wege steht? Denkt doch mal nach. Männlichkeit wie auch Weiblichkeit sind soziale Konstrukte, die historisch und kulturell variabel sind und weder durch Biologie noch durch Anatomie vorgegeben werden. Wenn wir es aber als offene Kategorie begreifen würden, uns von einer vorgegebenen heterosexuellen Zweigeschlechtlichkeit loslösen könnten, hätten wir die Möglichkeit, unsere Identität selbst zu entwerfen. Wieso zerstören wir nicht einfach diese Zwänge? Lasst los! Macht Platz! Überlegt ihr euch doch mal, wie wir die schizo-aggressive Schwanztyrannei wieder loswerden.